Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Shop My Stash Lottery Video für dich, denn es ist Samstag. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine Shop My Stash Lottery Reihe finde ich ziemlich cool, auch wenn die nicht ganz so ultra viel geguckt wird, aber es macht mir einfach Spaß, weil so kann ich halt auch so ein bisschen andere Kombinationen ausprobieren und gleichzeitig halt auch schauen, gefallen mir die Produkte überhaupt noch? Vielleicht auch Produkte, zu denen ich Ewigkeiten nicht mehr gegriffen habe und ich wurschtel mich so ein bisschen durch meine ganze Schminksammlung. Dafür habe ich hier meinen Laptop stehen, wo ich jetzt gleich, da habe ich eine Excel-Tabelle, da sind die ganzen Produkte aufgeführt. Ich habe hier mein Losbottich, meine Losbox. Da habe ich insgesamt 105 Lose drin, genau, weil bei der Kategorie Lidschattenpaletten habe ich 105 mittlerweile. Also ich werde jetzt im Anschluss zu diesem Video auch meine komplette Schminksammlung abdrehen und da auch ein bisschen die Klattern euch auch mitnehmen. Das Video habt ihr dann wahrscheinlich schon letzte Woche gesehen. Und ich bin gespannt, was jetzt das Los entscheiden wird, wenn ich mich zu den Primern begebe, sage ich mal. Ziehe die Nummer 88. Okay, das ist von Unique, der Touch Glorious Mattifying Face Primer, der aber auch hydratisieren soll. Den habe ich von der lieben Sandy zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Und das ist jetzt auch die First Impression. Ich habe noch nicht mein Video damit gedreht. Das ist krass, okay. Wow, der sieht ja cool aus. Der sieht richtig, richtig geil aus, oder? So eine flüssige Geltextur hat der. Riecht nur ganz dezent. Der fühlt sich auf der Haut super angenehm an. Wie eine Gesichtscreme einfach. Und den verteile ich jetzt auch schön im Gesicht. Und auch Hals und Dekolleté dürfen nicht fehlen. Deswegen nehme ich mir noch einen Pumper und gebe den mir hier auf. Fühlt sich super angenehm an. Boah, meine Haut ist so leicht gekühlt, weil sie so hydratisiert ist gerade. Also mattiert wirkt sie meiner Meinung nach nicht. Ich habe hier schon so einen Glow, aber ich denke, dass es auch an der Feuchtigkeit liegt. Es ist echt cool. Bei der Foundation kann es sein, dass ich eine Farbe zu hell oder zu dunkel ziehe. Und ich muss halt wirklich mal bei meinen Foundations ein bisschen aufräumen, weil 57 ist ein bisschen viel. Ich ziehe die Nummer 104. Normalerweise verwendet man kein Primer unter einer BB-Cream, aber ich habe ja hier eine Shop My Stash Lottery, da kann es halt sein, dass ich einen Primer und danach eine BB-Cream ziehe. Da habe ich hier die Super Plus Blemish Balm Original BB von Skin 79 oder Skin 79, das ist koreanische Kosmetik, kann man bei Lookfantastic im Online-Shop kaufen. Das hier ist jetzt die Gold-Variante. Ich weiß nicht, was das mal, Anti-Wrinkle und Whitening macht das. Weiß ich nicht, ob das meine Farbe ist. Wir müssen mal gucken. Auch das, eine First Impression, habe ich vorher nie verwendet. Achso, ich gebe mir das mal erst auf die Finger, oder? Ja, es ist halt eine Wurst jetzt. Auch die riecht angenehm und die fühlt sich schön auf der Haut an, gerade beim Verteilen. Man sollte nicht reden, wenn man die Hände vor dem Mund macht, ne? Wow. Also, die deckt nicht wirklich ab, es ist halt ein Beauty Balm. Das macht die Haut einfach nur schöner. My Skin But Better quasi. Macht nicht unbedingt viel. An die Falten wahrscheinlich durch den leichten Weichzeichner. Aber es ist super natürlich. Ich denke, das ist auch jetzt ganz passend. Heute gehen wir nämlich zu meiner Schwiegermama in Spee. Genau, da gehen wir gleich Kaffee trinken. Ganz klassisch auf einem Sonntag. Und das ist übrigens mit Lichtschutzfaktor 30, was ich super gut finde. Denn ich habe über meiner Tagescreme heute keinen Lichtschutzfaktor verwendet. Das ist jetzt einfach. Die kann ich auch so im Alltag tragen. Ich glaube, das kommt jetzt auch in meinen Alltag mit rein. Cool. Weiter geht's mit dem Concealer. Und da ziehe ich die Nummer 97. Jetzt werde ich meine Augenschatten nur leicht abdecken können, denn ich habe von Nee gezogen den Concealer Bright Flash Illuminating Liquid Concealer. Das ist dieser hier. Der deckt nicht so ultra viel ab. Der ist auch so ein bisschen, ups, um aufzuhellen, den kann man hier so hochdrehen und sich dann
aufgeben. Der passt dann aber auch sehr, sehr gut zu der Foundation, weil wenn die halt nur leicht deckend ist, übrigens auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, wie ich auf meinem Gesicht merke, das passt gerade alles sehr gut zu der heutigen Situation, dann wäre jetzt so ein Full-Coverage-Concealer wahrscheinlich auch nicht so geil, also eher kontraproduktiv. Jetzt habe ich zu viel rausgedreht. Das ist natürlich bei diesen Rausdreh-Concealern immer so eine Sache. Dann nimmt man halt das Produkt, was man sich da rausgedreht hat. Dann hat man vielleicht auch mal ein bisschen zu viel da. Ein bisschen, nicht ein bisschen. Ich verfalle in Slang. Das arbeite ich mir jetzt einfach mit so einem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen ein. Da habe ich einen von Judith Williams. Also der ist gut, aber qualitativ nicht so mein Fall, weil er schon gerissen ist leider. Super, super, super leichte Deckkraft, aber ja, auf jeden Fall alltagstauglich und schönes Ergebnis, finde ich. Jetzt müssen wir natürlich das Gesicht einmal abpudern, um das Ganze zu setten und so, damit alles in Ort und an Ort und Stelle bleibt. Und da ziehe ich die Nummer 29. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, ich müsste das jetzt setten, werde ich es setten, weil ich habe Puder gezogen. Und zwar von Morphe das Bake and Set Translucent Loose Powder. Ja. Einfach ein loses Puder, was noch zu ist, weil ich mein Fullface Morphe noch nicht abgedreht habe. Mensch, ich habe hier heute auch ehrlich gesagt ganz schön viele Produkte, die ich so noch gar nicht verwendet habe oder noch gar nicht so häufig verwendet habe. Deswegen ist es ganz cool, ne? Sonst liegen die einfach im Schrank und man denkt gar nicht dran, dass man die hat und das ist dann halt auch irgendwie traurig. So, hier habe ich jetzt ein bisschen Puder. Und dann nehme ich einen Pinsel hier von Niri. Arbeite das in den Pinsel ein. Klopfe ab. Und sette damit mein Gesicht. Meine Base sieht echt schön aus, finde ich super natürlich. So wird man halt auch echt nicht sehen, dass ich irgendwas drauf habe, dass ich irgendwas geschminkt habe. Aber es ist schon ein bisschen perfektionierter wie am Anfang, oder? Es ist so magische Zauberei. Genau. Ob ich nun eine Face-Palette verwende oder Brush, Bronzer und Highlighter, entscheidet jetzt der Münzwurf. Kopf bedeutet, ich nehme eine Face-Palette. Zahl bedeutet, Blush, Bronzer und Highlighter werden separat gelost. Sofern in der Face-Palette ein Produkt von diesen dreien fehlen sollte, werde ich das nochmal separat auslosen. Aber wir ziehen die Zahl. Also kann ich Blush, Bronzer und Highlighter separat ziehen und da fange ich doch an mit dem Bronzer. Da ziehe ich die Nummer 86. Ja, dann bringen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Dafür habe ich jetzt den Bronzer von Essence gezogen, Bronzed This Way. Ein matt Bronzer in der Farbe Catching the Sun. Ist ein Riesending, ne? Kein Mensch braucht so einen Riesenbronzer. Ich finde das immer so ulkig, warum die dann so große Produkte rausbringen. Aber gut, hast du den, brauchst du keine anderen mehr. Der ist ganz schön. Dafür nehme ich auch den Pinsel, den ich eben für Puder verwendet habe. Und wärme mein Gesicht dann jetzt auch zart auf. Das ist auch nur ein zarter Bronzer. Ich habe den ja auch relativ hell mir gekauft, weil ich ja eigentlich auch hell bin. Jetzt im Sommer hin werde ich ein bisschen brauner. Das darf der Bronzer dann auch entsprechend unterstreichen. Ich blende jetzt übrigens mal ein, was du in diesem Video gewinnen kannst, denn wie auch schon im Titel angekündigt, gibt es in diesem Video eine kleine, aber feine Verlosung. Das Wetter ist echt mega merkwürdig. Eben hat die Sonne geschienen, es war super, super warm, deswegen habe ich mich auch sehr sommerlich heute angezogen. Aber jetzt gerade fängt es an zu grummeln, Sammy kommt auch schon rein, weil er sich denkt, nö, nicht mit mir. So, jetzt haben wir das Gesicht ein bisschen aufgewärmt und ich finde, man sieht den Bronzer eigentlich wohl ganz gut. Ja, weiter geht's. Bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel und setzen uns noch einen Blush mit drauf. Da ziehe ich die Nummer 15. Diesen Blush habe ich letztens tatsächlich auch erst verwendet. Das ist von Essence der Brit Tea Blush. Das ist ein Blush, den ich von der lieben Ela zum Geburtstag bekommen habe. Der passt jetzt auch so zum Allgemeinen des ganzen Looks, den ich hier jetzt bislang kreiert habe. Weil auch der ist ziemlich dezent. Das ist eher so ein Blush-Lighter, würde ich sagen. Nehme ich mir einen etwas fester gebundeneren Blushpinsel, damit ich halt auch genug Farbe aufnehme. Gehe überall rein, klopfe erstmal ab, weil wenn ich so die erste Schicht auftrage, ist es bei mir, dass ich den erst so dezent mache und dann baue ich den nach und nach auf. Man sieht ihn wirklich nur zart und man sieht hauptsächlich den Glow, aber ich finde den sehr, sehr schön. Da der Glow sehr kühl ist, finde ich, ist es eher ein Blush, den ich so im Winter verwenden würde, weil im Sommer greife ich dann doch lieber so zu warmen Glow-Sachen. Da dürfen dann auch gerne mal so der NARS Orgasm oder der Sleek Rose Gold Glow
Blush her, weil die dann auch so einen Glow mit drin haben, der ins Goldene geht. Und das finde ich dann einfach etwas schöner, wenn man das Ganze etwas wärmer hat. Aber er lässt sich auf jeden Fall aufbauen und er zaubert so eine schöne Frische ins Gesicht, was ich echt gerne mag. Glow darf nicht fehlen. Ein Highlighter muss her. Und dafür ziehe ich die Nummer 60. Der Highlighter von e.l.f. ist echt so ein Schätzchen, der so schön ist und irgendwie vollkommen unterschätzt. Das ist in der Farbe White Gold. Das ist wie weißes Gold. Der ist richtig klasse. Ich greife da aber selber auch viel zu selten zu, weil ich die Verpackung halt auch nicht so ultra ansprechend finde. Ich gehe jetzt mit so einem ordentlichen Highlighterpinsel von Catrice rein. Wenn ich den auftrage, dann sieht man, was ich meine. Natürlich habe ich jetzt auch den Glowy Blush drunter, aber der ist schon intensiv, ne? Und der ist schön. Das ist so ein schöner, nasser Glow. Der ist super, super schön. Ich habe jetzt mehrfach schön gesagt, sehr ansprechend. Das hat auch so einen weiß-goldenen Champagner-Touch und ich finde den einfach auch sehr erwachsen von seiner Art und Weise. Kannst natürlich aufbauen, wenn du Bock hast und das Ganze etwas intensiver gestalten, aber meine Herren, finde ich den schön. Aber man greift da einfach nicht zu, ne? Und ich habe irgendwie Lust, mich hier gerade sehr, sehr intensiv zu highlighten. Frag mich nicht, warum. Manchmal habe ich das. Dann auch so ein bisschen die Nasenspitze. Hier so, da so. Oh mein Gott, draußen geht es richtig ab. Gleich gibt es hier Hardcore-Gewitter. Und mein Freund ist gerade auch schon aus seinem Hobbyzimmer rausgekommen. Der kümmert sich nämlich jetzt halt auch so ein bisschen um Sammy. Weil Sammy mag Gewitter gar nicht. Ich höre Sammy bis hierhin fiepen. Ich weiß nicht, was der damals in Bosnien so mitbekommen hat. Was ihm nicht so gut gefallen hat. Ich weiß es nicht. Naja, der Highlighter sitzt jetzt auf jeden Fall. Auch die Augenbrauen dürfen nicht fehlen, wenn ich ein Fullface schminke. Deswegen werden sie ausgelost und ich ziehe die Nummer 41. Oh ja. Oh mein Gott, das ist richtig schwarzer Himmel gerade. Boah, richtig krass. Okay, Augenbrauen. Da habe ich von L'Oreal den Brow Artist Designer in der Farbe 301 Blond. Das ist einfach einer zum Anspitzen und ein Spoolie halt auch auf der anderen Seite. Der ist auch wieder relativ dezent. Ich weiß auch nicht, was ich heute für ein Händchen hatte. Jetzt mal abgesehen vom Highlighter. Krass, ey, draußen grummelt das und gleich wird es auch anfangen, hier richtig zu regnen. Was ist das nur für ein Wetter? Und ich höre Sammy hier die ganze Zeit rumtapern, der macht sich Sorgen um mich. Weil wenn es gewittert, dann will er immer alle beisammen haben. Und er legt sich auch echt oft, wenn es gewittert, entweder halt zu uns auf die Couch oder er legt sich hier zu mir. Oder wenn ich nicht im Raum bin, legt er sich alleine in den Raum. So, Sammy sitzt jetzt hier mit mir im Raum. Ich habe die Tür auch aufgelassen, dann kann er auch immer gucken, ob noch alle da sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer für ihn, ne? Die Augenbrauen möchten gerne fixiert werden und dafür brauchen wir, upsala, ein Augenbrauengel, Wachs, was auch immer das Herz begehrt. Und da ziehe ich die Nummer 102. Dann fixieren wir mal die Augenbrauen, die ja sehr dezent geworden sind, mit dem Revolution Pro Brow Gel. Das war so in so einem Zweier-Set mit drin, da war ein Augenbrauengel mit drin. Und ich glaube, ein Augenbrauen-Wachsstift war da auch mit drin. Hat einen riesengroßen Spoolie-Bürstchen-Gedöns. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Also ich finde das Gel jetzt nicht überragend, ne? Da gibt es durchaus bessere Produkte, aber es ist da, es formt die Augenbrauen und es bleibt ein bisschen flexibel. Es wird nicht so hart wie zum Beispiel das von Revolution, von iHeart Revolution. Glaube ich, so heißt das, ne? Dieses Avocado, Tasty Avocado Augenbrauengel, aber es ist okay, ne? Ich verwende gerne einen Lidschattenprimer, zum einen, um meine Äderchen hier oben abzudecken und zum anderen, um so eine Base zu schaffen, weil ich Schlupflider habe und sich sonst gerne meinen Lidschatten bewegt, sage ich mal. Und da habe ich die Nummer 58. Jetzt verwende ich einen Lidschattenprimer und zwar von Rival Loves Me, die Eyeshadow Glow Base and Highlighter. Lidschattenbase. Die verwende ich ganz gerne, wenn ich so langweilige Lidschattenpaletten verwende, die ich aufpeppen möchte zum Beispiel, weil die hat tatsächlich auch so einen Schimmer mit drin. Und die trage ich mir mit einem festgebundenen Pinsel von Real Techniques auf. Das ist der Deluxe Crease Brush. Sammy, alles gut. Mäuschen. Und wie man sieht, verleiht die Glow Base wirklich so einen schönen Glow auf dem Lid. Und ja, jetzt kommen wir gleich zur Lidschattenpalette und da hört es dann auf mit der dezenten Geschichte. Kommen wir zu dem für mich persönlich spannendsten Part bei der ganzen Geschichte, die Lidschattenpalette. Und da ziehe ich zwei Zettel, super, die Nummer 25.
Denn da haben wir von BH Cosmetics die Zodiac Love Signs Palette. Die ist einfach riesengroß. Ich finde die absolut unhandlich, aber ich finde einfach diese Kollektion super schön. Ich habe ja die normale Zodiac, die Zodiac Love Signs und die Crystal Zodiac. Und so schaut das aus. Ist halt im Sinne der Sternzeichen. Und ja, ich bin Gemini. Theoretisch müsste ich mich mit diesen Tönen schminken. Zuallererst werde ich mein Lid aber oder meine Lider einmal setten. Dann nehme ich von Scorpio hier diese helle Farbe. Das ist so ein Rosaton. Huch, das ist aber doch etwas heller, als ich dachte. Ups. Den matten Ton von Leo, das ist so ein Senfgelb, gebe ich mir in meine Lidfalte. Cool, das wird richtig Gold auf dieser Glowbase, ne? Jetzt geht's echt draußen ab, hey. Ich weiß. Alles gut, wir sind da. Ja, ich glaube, ich gebe mir einen pinken Lidschattenton auf. Und zwar Gemini möchte ich mir nämlich gerne aufgeben. Das ist halt mein Sternzeichenton. Den gebe ich mir auf mein bewegliches Lid. Super heftig pigmentiert. Finde ich mega schön. Und der hat halt auch so blaue Schimmelpigmente mit drin. Ist echt nice. Den musst du nicht ansprühen. Den kannst du 1A aufbauen und hast hier kein Fallout. Das finde ich echt bemerkenswert. Dann nehme ich mir diesen Ton. Das ist so ein hellrosaner Ton von Aries. Dieser schimmernde, gebackene, glowige Wow-Ton. Und den gebe ich in mein inneres Drittel. Ich gebe mir den auch direkt in meinen Innenwinkel, weil der da ganz gut funktionieren wird. Und das ist halt butterzart gepresst im Pfännchen. Lässt sich dementsprechend schön auftragen. Ich mag das, wenn man dieses Pinke und dann geht das hier in dieses Rosane und oh, ich mag das einfach gerne leiden. Wenn der Regen einfach waagerecht geht, ne? Jetzt nehme ich mir von Gemini den matten Ton. Den gebe ich mir in meinen Außenwinkel. Blende den auch leicht mit über die Schimmerfarben. Ich gebe mir den Ton auch vorsichtig an den unteren Wimpernkranz und blende den ganz, ganz soft mit dem Leo aus, mit dem Matten, den ich auch schon oben habe. Dann nehme ich diesen Highlighter-Ton aus der Mitte von der Palette mit dem Pinsel auch wieder auf und setze mir den als Augenbrauen-Highlight. Und ich setze mir den auch nochmal als Inner-Corner-Highlight hier drüber, um das hier nochmal zu akzentuieren, aufzuhellen und abzuheben. Und so sieht dann mein Liebeslook mit der Love Signs Palette aus. Wenn dann alle pudrigen und cremigen Texturen aufgetragen sind, möchte das Ganze mit einem Fixing Spray fixiert werden. Dafür nehme ich die Nummer 1. Während es draußen gerade dermaßen am Schütten, Stürmen und Eskalieren ist, fixiere ich mein Gesicht mit dem Bare Minerals Dew Mist Setting Spray. Das war im Bare Minerals Adventskalender mit drin. Da ist auch nicht mehr so viel mit drin in diesem kleinen Ding. Das springt dann auch ziemlich an. Also das ist kein schöner Sprühnebel. Und das arbeite ich mir dann auch vorsichtig mit dem Schwämmchen nochmal ins Gesicht ein. Von den hellen Glitzerfarben habe ich tatsächlich auch ein bisschen Fallout bekommen. Aber das ist nicht weiter wild, finde ich. Ne? Ansonsten sind die Lidschatten an Ort und Stelle geblieben. Ich mag ganz gerne auch, dass ich meinen Augen so ein bisschen mehr Ausdruck mit einem Eyeliner oder einem Kajal verleihe. Deswegen ziehen wir jetzt auch mal einen Augenstift. Da können natürlich jetzt auch bunte mit bei sein. Dann ziehe ich nun die Nummer 8. Hier habe ich ein Kajal, Eyeliner, wie auch immer, von Douglas gezogen. Das ist in der Farbe Macchiato. Und den werde ich jetzt auch tatsächlich nur als Kajal verwenden. Ich mache mir heute keinen Eyeliner. Und den verwende ich einfach oben an der oberen Wasserlinie. Und auch an der unteren Wasserlinie, da mache ich mir den jetzt drauf, genau. Toll, Fixing Spray auf dem Spiegel läuft bei mir. Der ist halt ganz besonders, weil der halt auch noch so einen Schimmer mit drin hat. Und die Augen tränen meistens bei mir am Anfang noch ein bisschen, beziehungsweise sind halt ein bisschen, ne? Aber das legt sich gleich mit der Zeit. Ich finde es mal wieder interessant, Kajal zu tragen. Habe ich jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Mascaren, ja. Das ist immer bei mir so dieser Wandelmoment, wenn ich eine Mascara auftrage, weil dann irgendwie alles ganz anders aussieht. Die Nummer 69 ziehe ich dafür. Sammy, alles gut. Alles gut, hier bist du in Sicherheit. Du musst dir keine Sorgen machen, Lausi. Wenn ich dich jetzt schmuse, verstärke ich deine Angst. Ich
kann dir nur gut zureden, Schatz. Ich kann dir jetzt nur zeigen, dass alles normal ist. Frauchen ist ganz normal am Film. Alles gut. So, als Mascara habe ich gezogen von Lancôme die Hypnose-Mascara. Das ist diese hier. Die ist krass teuer, aber die ist auch gut. Die hat auch so ein schönes, langes Bürstchen, Kunsthaarbürstchen. Ja. Riecht nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara verlängert und trennt die Wimpern richtig schön. Das, was mir bei der Mascara tatsächlich fehlt, ist immer wieder Volumen. Ja, das macht sie nämlich irgendwie nicht. Sie macht halt sehr, sehr feine Wimpern. Das sieht auch alles sehr schön aus. Ja, ich finde sie halt von der Textur her ein bisschen nass. Und deswegen fehlt mir halt dieses leichte Verklumpen, dieses leichte noch mehr Wimpern betonen, gedönsen. Aber na, es ist eine schöne Mascara, aber sie ist ihr Geld bei weitem nicht wert. Jetzt müssen wir die Lippen einmal einrahmen mit einem Lip Liner. Wir müssen nicht, wir wollen das. Dafür ziehe ich jetzt die Nummer 18. Der Lip Liner, welchen ich gezogen habe, achso, dafür brauche ich meinen Haarreif nicht, ist von Ila Maska einer. Den hatte ich in einer Beautybox mit drin, Coloring Pencil, und zwar in der Farbe Raw. Das ist dieser hier, das ist so ein schöner Nude-Ton, so ein Holzstift zum Anspitzen. Guck mal, Aussie, jetzt kommt die Sonne wieder. Also die Farbe würde jetzt tatsächlich richtig gut passen zum Augenlook. Ja, die trage ich auch super gerne unter nudefarbenen Lippenstiften zum Beispiel. Aber nicht so heute. Lippenprodukte habe ich mittlerweile auch ganz schön viele. Es ist nicht mehr nur das Nötigste. Also da muss ich auch mal hart aussortieren. Da ziehe ich jetzt die Nummer 51. Ja, der Lippenstift, den ich gezogen habe, ist von Love Lip Affair. In der Farbe Christina's Red. Bam. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen krass. Schöne Farbe, schönes Finish. Es ist wie Samt auf den Lippen, passt aber nicht zum Augenlook leider. Ja, das ist jetzt aber tatsächlich auch mein fertiger Look, den ich jetzt ausgelost habe. Also ich muss sagen, dass das Ganze sich echt gut entwickelt hat. Jetzt bis auf den Lippenstift passt auch alles super zusammen, ne? Das ist Wahnsinn. Oder wenn ich jetzt die Augen wegmachen würde, dann würde der Lippenstift passen, aber dann hätte ich keine Augen. Das wäre auch irgendwie, genau, ne? Ihr Lieben, es hat mir wieder Freude bereitet und ich fühle mich wohl. Wenn ich gleich aber weggehe, werde ich wahrscheinlich den Lippenstift abnehmen, weil Pink und Rot zusammen im Gesicht ist dann doch vielleicht ein bisschen heftig für ein Sonntagsnachmittags Kaffee und Kuchen essen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!